Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger. Und Leute, lasst mal kurz übers Wacken und die Anreise zum Wacken reden dieses Jahr. Ja, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass die Anreise gestoppt wurde, dass es keinen Einlass mehr auf Wacken gibt. Die, die drin sind, sind drin. Und die, die draußen sind, kommen nicht mehr rein. Ja, rollen wir das jetzt mal von meinen Gedanken her auf, wie, so wie ich. Ich habe jetzt kein Skript, ich habe keinen Plan, ich rede jetzt mal so frei von meiner Seele. Es gibt Leute, die kommen von weit her, um Wacken zu sehen. Es gibt ja nicht nur aus Deutschland, es gibt Leute, die kommen aus dem Ausland und fliegen extra von Südamerika bis hier. Gibt es jede Menge. Es gibt Leute, die kommen aus Australien nach hier. Gibt aber auch Leute, die wohnen um die Ecke. So. Und es ist ja so, dass momentan richtig scheiß Wetter da oben war und 7 Liter pro Quadratmeter irgendwie gefallen sind an Regen. Das ist scheiße. Das ist echt mies und ich hoffe, da oben geht's denen, die da campen, denen geht's gut. Die kommen da auch hoffentlich alle wieder runter. Aber es ist halt auch so, Wacken hat konnte ja auch wirklich nur im Stundentakt, wenn überhaupt, Neuigkeiten rausgeben, wie es da weitergeht. Die Anreise wurde gestoppt, weil der Acker komplett unter Wasser steht. Das heißt, die konnten keine Autos mehr drauflassen, weil die Autos sind im Matsch versunken und wurden auch nur dann einzeln mit Traktoren auf den Platz geschoben. Es gibt Plätze, die waren komplett nicht befahrbar, wo normalerweise gecampt wird. Und es gibt. Und. Dann wurde die Ansage gemacht, Leute, bitte bleibt, wo ihr seid, bitte fahrt auf Ausweichparkplätze und wartet da wartet ab. Haben auch viele gemacht. Viele sind halt auf, die meisten sind halt auf die Ausweichparkplätze gefahren, aber dann gab es tatsächlich noch die, die dann von hinten einfach überholt haben und weiter in der Schlange geblieben sind. Und dann kam irgendwann, das heißt, es gibt keinen, ihr müsst, wir lassen leider keinen mehr rein. So, weil aufgrund der Situation da. Das, ja, die Situation ist scheiße, da kann keiner was für, dass es höhere Gewalt, dass das Wetter so scheiße ist. Aber ich finde es schon ein bisschen mies, weil die Leute, die gehört haben, die auf die Parkplätze gefahren sind, die einfach gewartet haben, weil Wacken gesagt hat, komm, ihr kommt noch rein, das dauert halt nur ein bisschen so, ne? Wir gucken halt dann, geht halt später los. Die kommen jetzt nicht mehr rein. Aber die Leute, die nicht gehört haben, weil die einfach durchgefahren sind und weiter geradeaus auf Richtung, Holy Ground gefahren sind, die sind jetzt drin. Ist jetzt so, da bestraft man halt die, die das gemacht haben, was die Veranstalter gesagt haben. Das ist schon ein bisschen mies. Aber ja, dann gibt es ja jetzt für alle, die ein Ticket haben, das Ticket gibt es ja, gibt es Geld zurück, hat Wacken gesagt. Und beziehungsweise, vielleicht kann man es auch umtauschen gegen eins fürs nächste Jahr. Aber das Problem ist ja auch bei vielen. Man muss ja bedenken, so ein Festival für viele ist halt nicht nur, oder gerade Wacken, ist halt nicht nur der Eintrittspreis. Ist halt Leute, die aus Südamerika kommen. Ich rede jetzt mal nur speziell von den weiteren, ne? Die haben Flüge auf sich genommen und die haben halt nicht nur diese 300 Euro für das Ticket bezahlt. Die haben, ich weiß nicht, vielleicht 1000, 1500. Und dann den Rückflug natürlich auch schon vorher gebucht und müssen das Ganze jetzt umbuchen. Das ist auch schon. Ich meine, Wacken kann da nichts für. Klar, ich will auch keinem die Schuld dran geben. Aber wenn man halt, ich finde es halt unvernünftig zu sagen, die Leute kommen rein und die Leute kommen nicht rein. Weil die Leute, die gewartet haben, die auf Wacken gehört haben, die nicht weitergefahren sind, die sind jetzt die Gearschten, die Gelackmeierten und die, die halt nicht gehört haben, sind jetzt auf dem Ground. Ich meine, ich bin nicht in Wacken. Ich wollte auch nicht hin. Aber ich kenne viele, die hin wollten. Die auch gesagt haben, ja, wir warten jetzt auf den Parkplätzen, wie es Wacken gesagt hat. Und sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Ja, die Leute kann ich auch verstehen, dass die halt sauer sind auf die Leute, die nicht gehört haben, was Wacken gesagt hat, sondern weiter geradeaus gefahren sind. Und Wacken die einfach reingelassen hat. So, obwohl. Ja, da kann man aber auch nichts machen. Die Leute stehen dann halt da und man kann ja schlecht sagen, ja nee, die hinter euch sind, die dürfen jetzt rein, weil die waren ja schon vorher in der Schlange. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Irgendwie ist das alles so. Vielleicht hätte man es absagen sollen, dann in dem Fall, dass keiner rein kann. Aber gestern haben ja die Konzerte stattgefunden. Gestern waren ja die ersten Auftritte.
Also heute ist für mich Donnerstag, gestern war Mittwoch. Vielleicht lade ich das Ding hier gleich noch hoch, dann ist das immer. Ich gucke einfach mal, wenn ich das hochlade. Jedenfalls, ja, das sind so meine paar Sätze zum Thema. Und hat mich halt einfach nur ein bisschen so bedrückt, weil ich weiß halt, dass Leute jetzt zurück müssen. Mich würde das tierisch abfacken, wenn ich mitbekommen würde, dass die Leute, die halt nicht auf die Regeln hören, so einfach geradeaus durchbrettern, dafür belohnt werden. Ist halt so. Und wie ist eure Meinung dazu? Haut mir mal unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich noch sagen, habt einen geilen Tag und ja, versauft nicht im Regen.